Herzlich willkommen zurück bei Hautnah und direkt weiter mit dem Hautnah-Mitarbeiter der Woche. Und wenn man den Trainerstab mal so durchgeht, dann fehlt uns da nur noch einer, der Athletiktrainer. Eigentlich schon während dem Studium waren so die Bereiche Trainingswissenschaft und Sportpsychologie die Bereiche, die mich am meisten im Sportstudium interessiert haben. Und das versuche ich natürlich jetzt hauptsächlich die Trainingswissenschaft natürlich hier einzufließen zu lassen. Und ja, das war eigentlich ja, so mit Mitte 20 klar, dass das ein Bereich ist, wo ich unglaublich gerne hätte arbeiten wollen. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich in meinem letzten Jahr in Tübingen, bevor ich Staatsexamen gemacht habe, dort für die Tigers ein Jahr gearbeitet habe und dann hierher gewechselt bin. Jetzt bin ich mittlerweile seit 7 Jahren hier und darf hier in meinem Heimatverein der schönsten Sachen eben nachgehen. Ja. Ja, ich glaube, es ist ein unglaublicher Vorteil, dass man auf jeden Fall zumindest weiß, wie ein Trainer auch tickt, aber auch mit der Sportart. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man unbedingt Basketballer gewesen sein muss, um den Beruf hier ausüben zu können, aber wenn man aus der Sportart kommt und genau weiß, welche Dinge einfach erforderlich sind, dann akzeptieren einen die Spieler auch viel schneller, weil die natürlich wissen, man spricht die gleiche Sprache, man hat so ein bisschen den gleichen Hintergrund und so weiter. Das hat mir das eigentlich jede Saison relativ schnell erleichtert, da Kontakt zu neuen Spielern aufzunehmen. Also Basketball, so wie die anderen Ballsportarten, ist einfach sehr komplex und da müssen wir einfach schauen, dass wir die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit legen. Jetzt in der heißen Phase der Saison ist es natürlich jetzt von den Inhalten anders wie jetzt in der Vorbereitung, wo man natürlich nochmal sehr viel intensiver arbeiten kann. Hier muss man schauen, dass man die Spieler gerade natürlich so fordert, dass sie ihr Niveau halten und dann am Wochenende eine gute Leistung zeigen können. Ich meine, so die letzten 3-4 Jahre, seit John Patrick da ist, merkt man einfach auch von den Leuten her, dass die vom Charakter her einfach gute Jungs sind. Da ist so der Team Spirit, steht immer ganz groß im Vordergrund. Und wenn man so Leute wie den John Brockman hat, der auch einfach mit sehr gutem Beispiel vorangeht, macht es die Arbeit einfach nochmal viel leichter. Und ja, ist einfach eine schöne Sache.